Was das auf sich hat, dieses Tool ist auf jeden Fall für jeden Heimwerker und Handwerker, kostet dich um die 5 € und du sparst wirklich eine Menge Geld damit. Das zeige ich euch aber am Ende des Videos. Wir haben richtig viel zu besprechen, beziehungsweise es gibt richtig, richtig viele News rund um diesen Kanal hier. Bleibt am Ball, schaut euch das Video bis zum Ende an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, meine Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute rund um den Kanal News. Man könnte auch sagen, dieses Video ist ein Video für die Gewinner, weil ich hatte im letzten Monat wirklich ganz, ganz viel Verlust gehabt. Und ich möchte jetzt euch die Spannung wirklich nicht nehmen und gleich die Gewinner bekannt geben. Bitte schreibt mir unten in der Videobeschreibung, also direkt unter dem Video, findest du meine E-Mail-Adresse. Kontaktiere mich bitte und teile mir deine Lieferadresse mit und dann gehen auch die Sachen auf Reisen. So, ich habe mir diesmal alles auf dem Handy aufgeschrieben, ist nämlich ein bisschen viel, was jetzt so dran kommt. Als allererstes fangen wir mal an mit den Mr. Handwerk Tassen. Ich verlose jeden Monat eine Tasse, eine Mr. Handwerk Tasse. Den Gewinner blende ich jetzt mal hier ein. Herzlichen Glückwunsch dir. Du bekommst eine Tasse plus Autogrammkarte und Sticker. Und wenn du jetzt eine Tasse haben möchtest, dann mach einfach hier mit, schreib einen Kommentar, egal was du schreibst, vielleicht nochmal mit Taste, dann weiß ich, dass du eine Tasse haben möchtest. Ansonsten ist ganz egal, was du schreibst. Ja, und gib dem Video einen Handwerker Daumen nach oben. So, wie ihr hört, bin ich ein bisschen angeschlagen, erkältet. Deswegen, ja, ist es nicht so schön, das Ganze jetzt hier abzudrehen, aber es muss, ne? Es ist der erste jetzt und ja. Die Leute warten auf ihre Gewinne. So, dann habe ich. Wo fangen wir an? Genau, mit dem Master 650 Ergo. Das ist ein mobiler Arbeitstisch von Wolfcraft. Und den habe ich jetzt zweimal angetasert in meinen Videos. Einmal im letzten Update, da habe ich 3 Stück davon verlost gehabt. Und ja, herzlichen Glückwunsch euch 3 Gewinner. Ich blende euch jetzt nacheinander ein. Und ihr bekommt diesen tollen Master 650 Ergo, ist ein komplett neues Modell, bekommt ihr von Wolfcraft zugeschickt, plus Autogrammkarte und Sticker. Und ja, das geht dann direkt aus dem Werk von Wolfcraft zu euch nach Hause. Ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit, würde mich mega drüber freuen, wenn ihr vielleicht den einen oder anderen Beitrag schreiben würdet auf Facebook oder auf Instagram und uns, Wolfcraft vor allem oder mich, da erwähnen würdet. Ja, dann wissen wir auf jeden Fall, dass das Ganze wohlbehalten bei euch angekommen ist. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Es macht wirklich eine Menge Spaß, damit zu arbeiten. Es werden auch noch mal ein, zwei Videos drüber kommen, wie der hier bei mir in der Werkstatt im Einsatz ist. Ich hatte ihn auch verwendet gehabt, beziehungsweise angetasert gehabt bei meiner neuen Werkbank. Ich habe eine Werkbank gebaut, komplett aus Sperrholz. Und das Ganze, da brauchst du eigentlich nur einen Akkuschrauber für, um das Lochraster zu bohren. Und ansonsten zuschneiden kannst du dir im Baumarkt oder Plattenzuschnitt 24. Passender Rabattcode findest du auch unten in der Videobeschreibung. Und dann kannst du dir das Ganze zusammenleimen. Ohne Schrauben, einfach nur mit Leim. Vielleicht noch einen 90 Grad Anschlagwinkel, einen großen oder einen kleinen. Damit ihr das Ganze kontrollieren könnt, ob das Ganze auch gerade ist. Ja, und dann ist die Werkbank fertig. Und da hatte ich damals auch diesen Master 650 Ergo mit reingenommen, denn das ist auch eine tolle Erweiterung für deine Werkbank. Wenn du darauf Bock hast, schau dir das Video an. Das werde ich dir hier oben am Eck verlinken. Ansonsten wünsche ich den 3 Gewinnern ganz, ganz viel Spaß damit. Ja, wie ihr merkt, bin ich angeschlagen. Also, ich komme vielleicht wahrscheinlich nicht so rüber wie immer. Und sag mal, was ist denn hier schon wieder los? Und ja, Corona habe ich nicht, aber ich könnte es mir halt vorstellen, irgendwie die Selbsttests, die schlagen nicht an. Ich habe aber schon seit 2 Wochen das Ganze, die Symptome sind dieselben wie Corona, aber der Test sagt halt negativ, ne? Naja, so weiter geht's. Mit den Sachen, die ich verlost habe, es war wirklich richtig, richtig viel. Unter anderem habe ich bei der Werkbank 3 Profilfräser-Sets, auch von Wolfcraft, verlost. Ganz, ganz tolle Sache. Eines ist sogar schon benutzt von mir. Also einmal hier mit Rundung, ein Profil.
beziehungsweise zwei. Die Gewinner blende ich jetzt ein. Ist Zufall dann, was ihr hier bekommt. Ne? Und ein Set mit Felze und Hohlkehlen. Insgesamt drei Stück. Herzlichen Glückwunsch. Auch du bekommst dann eine Autogrammkarte und einen Sticker von mir. Ja, wie gesagt, E-Mail-Adresse findest du unten oder ich blende jetzt hier nochmal ganz schnell ein. So, die Fräse habe ich beispielsweise auch beim Bau dieser Werkbank verwendet. So, als nächstes, ich schließe hier wie gesagt immer ab, habe ich mit Steffi zusammen, es war echt lustig, zwei Adventskalender ausgepackt. Eigentlich sollten es vier sein. Die Story, ja, ganze Story erfahrt ihr dann im Video. Schaut euch das Video an. Und wir haben von den zwei, letztendlich wollten wir eigentlich vier verlosen, konnten wir aber nur einen verlosen. Und das war der von Vera, ein Werkzeugkalender von Vera. Den möchten wir verlosen an dir, beziehungsweise der Gewinner steht ja jetzt fest. Den bin ich jetzt hier ein. Herzlichen Glückwunsch, auch du bekommst eine Autogrammkarte und einen Sticker. Es wird oder es ist schon jetzt der Teil 2 draußen. Da gucken wir uns nochmal KS-Tools an. Und ich glaube, Gedore war das. Also zwei Adventskalender-Werkzeug, die ein bisschen günstiger waren als HZ und als Vera. Aber es sind ungefähr nur 5 oder 10 Euro Preisunterschied. Können wir das? Nee, Steffi. Ach, geil! Was? Nichts sagen. Okay. Oh! Was ist das denn? Gewinncode. Wow! Oh nein, wie süß ist das? Oh, ist der geil. Nee. Ja, gut. Ich, wieso? Keine Ahnung. Da sind die Rocher-Packungen ja schon stabiler. Boah, das sieht ja aus wie so ein Frauenspielzeug. So. Schaut euch die an, ist ganz interessant. Ist vor allem eine ganz, ganz coole Idee. Jetzt für nächsten Monat geht es ja los, ne? 1. Dezember. Und ja, dann ist das Jahr schon wieder gelaufen. So, herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Da steht ja übrigens der Master 650 Ergo von Wolfcraft. So, jetzt kommen wir, ja, mache ich eigentlich jedes Jahr. Es gibt wieder was zu gewinnen. Eigentlich gibt es jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten richtig, richtig viel zu gewinnen. Ich komme gleich nochmal drauf. Deswegen ist es eigentlich gar kein richtiges Kanal-Update, sondern eher so ein Auflösungsvideo. Ne? Ich möchte, da der Winter oder der Herbst vor der Tür steht, heißt es ja wieder Reifenwechsel, Sommer runter, Winterreifen drauf. Und dann gibt es ja mal ganz, ganz oft Bordsteinkratzer. Ne? Und da habe ich ein richtig, richtig tolles Video gedreht gehabt, wie man das Ganze beheben kann. Und ein Felgenreparaturset von Presto. Und ja, darüber gibt es ein Video. Und davon möchte ich drei Sets an dich verlosen. Habe ich auch hier. Zack, was musst du machen? Schreib mir einfach, was du damit vorhast. Nee, ist ja klar, was du damit vorhast. Schreib mir einfach einen Kommentar, dass du da Interesse hättest. Und vielleicht eine kleine Geschichte, wie du deine Felgen zerkratzt hast. Würde mich riesig darüber freuen. Und dann wird das dann am 1.12. aufgelöst, im nächsten Update. Und dann werde ich nochmal, oder verlosen wir nochmal zweimal Dieselpartikelreiniger. Dieselpartikelfilterreiniger. Und zwar, wer mich auf Instagram folgt, hat es wahrscheinlich mitbekommen. Ich fahre einen Diesel und das Partikelfilter war jetzt bei 210.000 voll. Und die Reparatur plus irgendwie eine Ansaugbrücke tauschen, 3.700 Euro. Ja, habe ganz schön geschluckt und habe auch natürlich die ein oder andere Träne verdrückt. Und ihr könnt, natürlich war es schon zu spät, der Dieselpartikel war komplett voll. Dadurch Folgefehler ist auch die Ansaugbrücke oder irgendwas in der Art auch total verrußt gewesen, verstopft. Ihr könnt es aber verhindern, indem ihr so eine Reinigung regelmäßig durchführt. Und davon möchte ich euch auch zwei Stück verlosen. Wenn du das gebrauchen kannst, dann schreib mir einfach mal, was du für ein Auto fährst, was für ein Diesel. Und mit etwas Glück bist du auch im nächsten Monat mit dabei. Im Übrigen gibt es auch von Presto mehrere Videos zum Thema Auto, beispielsweise Windschutzscheibe, Steinschläge reparieren, Reifen bzw. Felgen reparieren und so weiter und so fort. Ich werde dir mal einige Videos davon unten in der Videobeschreibung packen. So, und dann habe ich ja gerade ein bisschen angetesert gehabt, es gibt dieses oder Rest des Jahres wirklich ganz, ganz viel hier zu gewinnen. Also schau dir jedes Video an, ich werde überall ein bisschen was einbauen. Und Steffi und ich waren ja letztens unterwegs. Wo waren wir denn da? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und zwar waren wir bei der Firma BayWa. Besser gesagt, wir haben uns mit jemandem getroffen von der Firma BayWa. Es war ein Interview, so viel kann ich sagen. Und das Video wird jetzt auch
die nächsten Monate bzw. die nächsten Wochen rauskommen. Es ist geplant im November. Und es geht um, ich möchte es gar nicht sagen, das Einzige, was ich euch verraten möchte, ist, bleibt einfach am Ball. Denn es gibt eine Summe zu gewinnen. Also es ist jetzt nicht, die Summe wird jetzt nicht euch übergeben, sondern es ist ein Gegenstand, den ihr dafür bekommt. Es ist auch kein Auto, es ist aber eine ordentliche Summe. Also das beinhaltet wirklich, ich möchte es keine falschen Angaben geben, deswegen ist es ohne Gewähr das Ganze hier. Aber es wird eine Summe sein zwischen 20.000 und 40.000 Euro. So ist es geplant. Und mit dieser Summe wird bei euch was umgebaut. So. Die hellen Köpfchen unter euch, die wissen wahrscheinlich, ah, das kann nur das und das sein. Und bleibt einfach am Ball. Die Verlosung findet natürlich nicht hier auf meinem Kanal statt. Aber ich werde euch dann berichten, wo das Ganze stattfindet, was ihr machen müsst und so weiter und so fort. Deswegen ist es ganz interessant und das Video an sich, es werden zwei Videos sein, zwei Interviews und den ersten Teil habe ich mir schon angeguckt, den Rohschnitt finde ich auch ganz interessant, ist wahrscheinlich, ja, für jeden, der ein Haus hat oder so, ist es oder eine Wohnung oder ja, eine Wohnung, ist es wirklich sehr, sehr interessant, beziehungsweise Eigentum hat, denn das wird wahrscheinlich die nächsten Jahre auf dich dann zukommen. So, gleich haben wir es geschafft. Es geht um Acrylglas. Das ist hier ungefähr, ich weiß es nicht, 1,5 cm dick. Ihr kennt ja meinen Partner Plattenzuschnitt 24. Der sponsert mich beispielsweise mit Acrylglas in unterschiedlichen Dicken, Zylinder, auch Plattenmaterial, Multiplex, Sperrholz und so weiter und so fort. Passender Rabattcode findest du unten in der Videobeschreibung. Und ich möchte einen Raumtrenner bauen. Ein Raumtrenner mitten im Wohnzimmer bei meinem Bruder, 1,80 Meter breit oder 2 Meter und 1,80 Meter hoch. Und der beinhaltet ganz, ganz viel Acrylglas. So, und ich wollte jetzt von euch wissen, wer hat aus Acrylglas schon mal ein Aquarium gebaut? Denn ich möchte das komplett selber machen und ich brauche da vielleicht eure Hilfe. So, wie ihr merkt, also die Konzentration lässt wirklich nach. Ich bin echt angeschlagen. Ich habe meinen schlauen Büchlein jetzt hier mit dem Asse aufgeschrieben. Und zwar soll das Aquarium, also nur das Becken, 1,60 Meter breit werden, 600 hoch und 350 tief. So, vielleicht sogar nur 300 mm. Es soll, wie gesagt, ein Raumtrenner sein und wir wollen halt einfach da, es sollen auch ein paar Fische dann reinkommen. Was für eine Sorte, müssen wir uns mal gucken, Kaltwasser oder Warmwasser. Natürlich keine Riesenfische, sondern so wahrscheinlich so ganz, ganz kleine, so ein Schwarmfisch eventuell. Und jetzt eine Frage an dich, sollen wir Acrylglas nehmen, sollen wir lieber Glas nehmen? Wie verklebst du das und wie dick soll das Ganze sein? Das sind so Fragen an die Profis unter euch. Ich denke, der eine oder andere wird wahrscheinlich dabei sein, der schon mal so ein Aquarium gebaut hat. Und dann werde ich das natürlich auch alles verfilmen und dann hier hochladen. Ich denke aber, es wird wahrscheinlich erst im Februar, März was werden. Ja, vielleicht kannst du mir da ein bisschen weiterhelfen. So, das war es auch soweit. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das kleine Teil ist und wo du damit richtig Geld sparen kannst. Dieses kleine Teilchen hier hat es nämlich wirklich in sich. Ich bin zufällig darauf gestoßen, denn die Firma Wolfkraft vertreibt das Ganze. Es gibt natürlich auch Alternativen mit einem Briefumschlag an die Wand kleben und so weiter und so fort. Aber jeder, der schon mal ein Loch in die Wand gebohrt hat mit einer Schlagbohrmaschine, weiß, dass du dann einen Staubsauger brauchst, dass du danach alles wegsaugen musst und so weiter und so fort, wenn du keine dritte Hand zur Verfügung hast. Und dieses Teil erspart dir das Ganze, kostet um die 5 Euro und ja, du hast auf Dauer gesehen wirklich ein ganz, ganz großes Sparpotenzial. Ihr legt das Ding an die Wand. Ich muss zum Beispiel jetzt hier ist eine Rigipswand, hier muss ich ein Loch hineinbohren, halt das ran, setz den Bohrer ran und bohr und der ganze Staub hat sich hier reingesammelt. Das heißt, ich kann das dann auskippen über den Mülleimer und fertig war's das Ganze. Also richtig, richtig tolle Geschichte wirst du unten in der Videobeschreibung finden. Verlinke ich dir. Und ja, das war das Ganze, was ich dir zeigen wollte. So, ich bin im Kinderzimmer. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Die Meerschweinchen machen schon wieder Krach. Ich hoffe, dir hat dieses 5-Minuten-Update gefallen. Vor allem ein ganz, ganz dickes
herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Ich hoffe, ihr habt viel, viel Spaß damit und ja, wir würden uns über den einen oder anderen Post freuen, wenn die Sachen bei dir angekommen sind. Ansonsten für die Neulinge beziehungsweise für alle anderen, es gibt diesen Monat und auch nächsten Monat gibt es weitere tolle, ich sage jetzt mal Gewinnspiele oder Verlosungen. Unter anderem ist auch ein ganz, ganz dickes Ei mit dabei, aber das habe ich ja schon erwähnt gehabt. Bleibt einfach am Ball und ja, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.